das Leben im Homeoffice. Absolut. Wir haben uns auch sehr über deine Videobotschaft gefreut, passend zum Film. Ja, ich meine, ich habe es dann so geschnitten. Ich hatte auch Aufnahmen, wo ich dann wirklich was rede, aber ich dachte dann, es ist so langweilig. Aber wird es dir sehr, sehr gut gefallen. Danke. Ach, ich hoffe, das hält jetzt so. Also herzlich willkommen zum Q&A mit Lisa Weber, der Regisseurin von Jetzt oder Morgen. Der Film hat dieses Jahr auf der Berlinale in der Sektion Panorama-Dokumente Premiere gefeiert und uns sehr, sehr beeindruckt, mit wie viel Nähe und Feingefühl du den Protagonistinnen begegnest in dem Film, weil Dokuformate über Menschen in sozioökonomisch prekären Situationen laufen ja oft schnell Gefahr, ja in gewisser Weise ja, die Menschen so ein bisschen auszustellen, also ohne irgendwelche böse Absicht dahinter. Das kann ja schon allein der beobachtende Blick der Kamera und die Distanz und das dadurch entstandene Machtgefälle sein. Und es passiert bei dir einfach gar nicht. Also du hast einen sehr, sehr, ja, zärtlichen, sehr respektvollen Blick durch die Kamera und diese Problematik begegnest du damit auch dadurch, dass du die vierte Wand durchbrichst. Das heißt, du versteckst deine Anwesenheit nicht, man hört dich Fragen stellen oder mal ein Möbelstück verrücken. Man sieht dich manchmal teilweise vor der Kamera. Und ja, war dir denn von Anfang an klar, dass du Teil dieser Dokumentation werden willst? Oder ist dir das erst dann in der Postproduktion, ja, hat dir das dann gefallen? Oder? Also Konzept war es nicht von Anfang an. Wir haben, es war aber klar kommuniziert beim Dreh, dass es die Möglichkeit gibt, mit mir zu interagieren. Also sowohl die Protagonisten haben gewusst, egal ob wir jetzt drehen oder nicht, sie können mich jederzeit ansprechen und mit einbeziehen. Und dem Team war das auch so kommuniziert, dass wenn ich jetzt vor die Kamera dreht oder mitdreht, dass das nicht bedeutet, dass wir aufhören zu drehen. Ich wollte das so haben, dass es diese Möglichkeit gibt, aber inwiefern ich dann wirklich eine Figur im Film werde, war während des Drehs nicht klar. Der Dreh war wirklich so ein reines Beobachten und Sammeln und die ganze Erzählung wurde dann im Schnitt geformt. Und weil es dann einfach im Rohmaterial starke Momente gab, in denen ich Teil war, wollten wir die mit reinnehmen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir mich halt auch als Figur einführen mussten und da so teilwerden lassen mussten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ja, ich habe auch gelesen, dass du die Familie eben persönlich aus der Kindheit kennst, weil du da in der Nähe gewohnt hast und dass es dadurch auch etwas Besonderes für dich war, sie filmisch zu begleiten. Ich meine, es waren jetzt doch 3 Jahre und was dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, regelmäßig mit dem Team in der Wohnung und hast sehr, sehr viele intime und private Momente voller Liebe eingefangen. Kannst du denn unseren ZuschauerInnen ein bisschen von diesem Prozess erzählen? Wie hat sich denn euer Verhältnis auch dadurch entwickelt? Ja, also aus der Kindheit kenne ich sie jetzt nicht. Ich habe sie kennengelernt, da war ich 19 und sie war 12. Okay. In gewisser Weise hat es sich aber damals schon so angefühlt, als wäre sie älter als ich ab und zu. Sie war mit 12 schon so, ich sag mal, so ein cooles, eine von den coolen und hat irgendwie heimlich geraucht und war tough. Hab ich gelesen, ja. Und so habe ich sie erst mal gesehen, zufällig da im Hof von ihrem Bau. Und ja, ich war dort öfters, ich habe dort in der Nähe gewohnt, bin dort in der Nähe aufgewachsen, also ich fühle mich dem Bezirk in gewisser Weise irgendwie sehr verbunden und sie hat irgendeine Faszination auf mich ausgeübt, ich kann nicht genau beschreiben, was. Ich war einfach sehr neugierig und wollte sie dann kennenlernen. Und habe so über die Jahre dann eben auch ihre ganze Familie kennengelernt. Und wir sind Freunde geworden, auf gewisse Art und Weise. Und ich habe auf der Filmakademie in Wien studiert und habe da schon
schon für die Filme, die ich für die Aufnahmeprüfung machen musste, habe ich dann mit ihr und ihrer Familie gearbeitet. Und auch auf der Uni habe ich in zwei fiktiven Arbeiten sie als Darstellerin dabei gehabt. Also die Kamera war dann in dem Sinn gar nichts Neues so. Mhm. Aber dass ich einen beobachtenden Dokumentarfilm über 3,5 Jahre mache, das war nicht so geplant. Und hat sich quasi so ein bisschen entwickelt daraus? Ja. Oder? Okay. Also es gab auf jeden Fall den Zeitpunkt, wo ich wusste, ich würde sie gern begleiten, beobachtend. Mhm. Das war, als sie den Plan gefasst hat, zum österreichischen Bundesheer zu gehen. Mhm. So, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, jetzt will ich, da will ich dabei sein. Und davon ausgehend hat sich das Projekt in ganz unterschiedliche Richtungen immer wieder mal entwickelt, weil sie hat ihren Plan schnell verworfen, dann hatte ich mal die Idee, vielleicht auch was Fiktives draus zu machen, und das ist dann im Endeffekt diese Form der Langzeitbeobachtung geworden ist, das war mir nicht von Anfang an klar. Auf jeden Fall sehr gut geworden. Ja, in einem anderen Interview hast du zu deinem Film Sitzfleisch mal gesagt, dass du eben, wie auch gerade schon erwähnt, gerne spontan an Filme herangehst, ohne Konzept, und ich fand das auch sehr beeindruckend, dass du gesagt hast, du lieber die Menschen und das Bild, wie sie die Kamera erzählen lässt, als jetzt dann eben das zu planen. Hattest du denn Bedenken, dass bei jetzt oder morgen es zu Bilder kommen könnte, die vielleicht zu intim sind? Und in dem Sinne dann auch, gibt es für dich Sachen Privatsphäre eine Grenze, die du nicht überschreiten würdest? So. Ich meine, man zwischen Regisseurin und selbst ist ja doch auch immer noch mal ein Unterschied. Also für mich war bei dem Film das Wichtigste, die Grenzen von den Protagonistinnen zu kennen, weil ich finde, Privatsphäre bedeutet dann doch für jeden Menschen was anderes und jeder hat andere Grenzen so. Und mir war wichtig, die Grenzen von den Protagonistinnen zu respektieren, und es gab auch viele Dinge, wo sie gesagt haben, sie möchten nicht, dass das gefilmt wird, und das haben wir dann auch nicht gefilmt. Und sie haben den Film auch, bevor ich ihn irgendwem anderen gezeigt habe, als Erste gesehen, als er fertig war. Das war mir auch wichtig, dass sie okay damit sind. Und ich merke aber jetzt, dass unterschiedliche Zuseher und Zuseherinnen auch unterschiedliche Grenzen haben, so von was ist zu intim, oder viele vergleichen auch so und gehen von sich aus und denken so, ich würde das nicht wollen, aber ja, dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen. Ich habe die Grenzen von den Porträtierten respektiert, und das war mir wichtig. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch meine, was ich finde, was man zeigen darf oder kann. Da gehe ich einfach davon aus, was ich selbst gern sehen würde. So, das war so die oberste Prämisse. So, es sollte ein Film sein, den ich mir selber gerne anschauen würde. Und ja. Wobei ich finde, dass das sehr, sehr gut gemacht ist, dass die Szenen jetzt nicht, also eben, dass das nicht urteilend dargestellt ist, sondern dass wirklich eben jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin sich in dem Moment reinfühlen kann und auch sich selbst dann ein bisschen dadurch die Frage zurückgeworfen wird, so, wie geht's mir damit, und darf ich mich so fühlen oder soll ich mich so fühlen? Das finde ich sehr faszinierend. Ja, du hast ja gerade schon eben meine nächste Frage so ein bisschen beantwortet, ob es denn viel Material gibt, das nicht in den Film geschnitten wurde. Aber klar, wenn es dann Momente gab, wo ja die Protagonistinnen eben gesagt haben, nee, lieber nicht. Und ja, also es gab viel Material, 144 Stunden. Und was jetzt über einen Drehzeitraum von 3,5 Jahren doch wieder gar nicht so viel ist, finde ich. Stimmt auch wieder. Aber es war einfach sehr, sehr viel Arbeit im Schnitt. Und ich bin sehr froh, dass ich den Editor Roland Stöttinger hatte, der
der auch immer sehr darauf bedacht war, abzuwägen, ja, also wie soll ich das sagen? Ich glaube, das ist eh was bei jedem Film so ist, dass man als Regie einen anderen Bezug zu dem Material hat. Und es ist einfach sehr wichtig, dann jemanden zu haben, der eben die Leute nicht kennt und andere Gefühle zu dem Material hat, einfach weil er nicht beim Dreh dabei war. Und es war ein sehr langer Prozess, da ein Maß zu finden, dass es eben den Zuseherinnen erlaubt, sich den Personen so zu nähern, wie es der Film jetzt ermöglicht, finde ich. Und es gab auch sehr viele Testvorführungen während des Schnitts. Es wurde da echt sehr lange rumjustiert. Und ja, es ist eine ziemlich beeindruckende Leistung, finde ich, so einen Film zu schneiden. Ja. Und auch die Vorstellung, mit dem ganzen Team dann in der Wohnung sich da immer so zurechtzufinden. Also klar, bei Monate und Jahre habt ihr es dann bestimmt dann irgendwann gefunden, aber gab es da auch Momente, wo ihr irgendwie Probleme dann hattet, so mit Kameraaufstellung und wie kommen wir denen nicht zu nahe? Naja, die Wohnung, die kennt man dann relativ schnell. Und das Vom Dreherlebnis her, das Dreherlebnis ist begrenzt, wenn man so viel Zeit in einer Wohnung verbringt. Man weiß dann einfach irgendwann schon, welche Bilder gut sind und die macht man dann halt auch mal öfters. Und wenn man einen Film über Stillstand und darüber, dass nichts passiert, erzählen will, muss man halt auch viel vom selben filmen. So. Mhm. Und dieses Nähe-Distanz-Kamera, ja, das hat sich auch einfach mit der Zeit entwickelt. Das ist so eine Mischung aus, was mir gefällt und was für die Protagonistinnen angenehm war. Okay. Und es war auch ganz wichtig, dass das Team die Familie im Vorfeld kennenlernt. Also das würde ich auch zur Arbeit an dem Film mit einrechnen. Diese Vorarbeit, dieses sich kennenlernen, das hat auch einfach lang gedauert. Punkte verlieren, ja. Ja, genau. Unser diesjähriges Festival-Motto ist ja Intermission Utopia und wir haben jetzt oder morgen in unser Programm deswegen gewählt, weil das Leben der Protagonistin in gewisser Weise eine Utopie bleibt, also weil sie eben so viele Pläne und Ideen haben und über vieles nachdenken, sei es Bewerbung oder Schulabschluss, und sie setzen es dann ja nicht wirklich um. So, das ganze Leben bleibt eine reine Möglichkeitsdimension. Gab es für dich denn da manchmal Momente, wo du vor allem Claudia mal am liebsten so geschüttelt hättest oder an die Hand genommen und irgendwie eingegriffen hättest? Ja, und ich glaube, der Film zeichnet das auch wieder, also gibt das wieder. Man sieht ja, dass ich am Anfang öfters mal nachfrage, wie es ist mit Schulabschluss. Und ich finde, es ist auch spürbar, dass ich dann irgendwann nicht mehr nachfrage, weil ich in gewissem Maß auch die Hoffnung verliere. Ja, also der Film zeichnet das eh so nach, wie ich es in Realität empfunden habe. Das war zumindest der Versuch. Und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich da quasi, man sollte nicht Dinge tun, um die man nicht gebeten wurde, weil es bringt nichts. Und ich habe auch ohne den Film viel versucht anzustoßen und ins Rollen zu bringen und ich kenne das Bedürfnis, ich finde es gut, wenn sich das auch auf Zuseher und Zuseherinnen überträgt, weil ich es eben auch hatte, aber ja, ich habe keine, ich glaube, Menschen sind zu komplex, als dass es einfach ein bisschen gäbe. Ja, dann wären wir mit meinen Fragen auch schon durch, beziehungsweise was uns jetzt noch interessieren würde, die Familie war ja auch bei der Premiere dann dabei in Berlin. Wie ging es Ihnen denn damit und ja, die ganzen Emotionen, die dann wahrscheinlich auch bei dir hochkamen, wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja, also ich habe mich voll gefreut, dass Sie dann letztlich nach Berlin mitkommen sind zur Weltpremiere. Das war voll schön,
Also den Film haben sie ja eben schon vorher gesehen und quasi abgenommen und war, ist trotzdem was anderes, finde ich, sich dann nochmal vor Publikum hinzustellen. Ich fand das sehr mutig und beeindruckend und ja, ich finde, es war ein sehr schöner gemeinsamer Abschluss so für uns alle. Aber wir haben weiterhin Kontakt und es geht ihnen gut. Ja, und zu eurem Motto Intermission Utopia, ich musste gerade dran denken, dass die Großmutter Gabi, nachdem sie den Film das erste Mal gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass ich jetzt nicht mehr drehe, weil jetzt wird sich demnächst sehr viel ändern in ihrem Leben. Vielleicht auch nicht. Ja, sehr schön, ja. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir ein Gespräch über deinen Film zu führen. Und wir freuen uns auch sehr, ihn jetzt trotz der schwierigen Covid-Situation online zeigen zu dürfen. Und dann hoffentlich nochmal im Frühjahr, wenn es hoffentlich in Präsenz stattfinden darf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.